Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Das letzte Mal haben wir mit Eve Satan besiegt. Und ja, ich glaube, ich probiere es diesmal wieder mit Judas. Das letzte Mal haben wir kein. Hatten wir ja nicht mehr die Chance bekommen, zu Satan zu kommen. Also, ja. Wow. Ich spiele heute wahrscheinlich nicht so konzentriert. Vermutlich. Einfach nur, weil ich. Keine Ahnung. Mir geht's nicht so gut. Ich bin, glaube ich, krank, aber. Egal. Ja. Was gibt's zu sagen? Auf jeden Fall schön hier einen Seelenarzt irgendwo herzubekommen. Also, eine Bombe wäre ganz cool. Aber ich glaube, ich habe einen Tinted Rock gesehen. Der Itemraum ist auf der anderen Seite der Ebene. Was nicht wirklich praktisch ist. Aber naja. Schlüssel. Das ist der Tinted Rock. So. Okay. Solange es nicht zu viele Spinnen sind, geht's noch. Ah. 11 Münzen. Haben zum Glück alle instant. Hier haben wir Deadeye. Accuracy brings power. Ich glaube, umso öfter und häufiger wir Gegner treffen mit unseren Attacken und nicht daneben schießen, machen wir mehr Schaden. Oder der Schaden stackt einfach nur einmal. Und wir sollten einfach nichts daneben treffen. Okay. Spell Speed Up. Ganz okay. Wir sollten jetzt nicht getroffen werden. Wenn es möglich ist. Okay. Glas. Naja. Weiß nicht. Ich finde, Ophelia lohnt sich irgendwie mehr. Okay. 14 Cent. Oder Münzen. Okay. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das überlebe. Komm schon. Danke. Boote fliegen. Speed down. Cool. Wir haben gerade erst einen Speed up bekommen. Okay. 15 Münzen, wir können jetzt in den Shop gehen und zumindest mal was spenden. Wenn es schon kein gutes Item geben würde. Dann. Okay. Hier unten gibt's. Viecher. Wir haben noch keinen Shop gefunden, der wird wahrscheinlich in dem einen Raum sein. Also hinter dem einen Raum.
Und jetzt schauen wir erstmal, was wir für einen Boss bekommen. Monstro. Ist okay. Gut. Nur ein Ranger. Krampus. Okay. Dead Eye ist wirklich toll. Head of Krampus. Naja. Ich glaube, Book of Belial ist besser. Einfach nur weil, naja, Head of Krampus ist halt irgendwie langweilig. Weiß nicht. Ich meine, klar, ich könnte es jetzt nehmen und, naja, super. Das spenden wir ein bisschen was. Ich möchte nämlich Bottle of Pills nicht. Okay. Wir sind eine Münze vor 50 gespendeten Münzen. Da kommt, glaube ich, ein Item, das wir freischalten. Wenn ich es richtig weiß. Flooded Caves. Könnte interessant werden. Ich finde das Aussehen von Flooded Caves irgendwie nicht so nice. Vor allem laufen wir dann gerade im Wasser. Oder wie geflutet ist das hier? Ich glaube, wir laufen gerade auf Wasser. Okay, ich wollte nur dem Feuer ausweichen und bin einfach in den Raum reingelaufen. Geht auch. Salbe Rote, das können wir mitnehmen. Da ist wahrscheinlich unser Shop. Darum könnte ein bisschen blöd werden. Weil ich bin ziemlich viel ausweichen. Und ich deswegen den Schaden von Dead Eye nicht immer habe. Okay. Kleine Maden. Wow. Nicht so schnell. Gut. Das ist nur eine normale Chest. Verdammt. Okay. Och, Champion. Warum ein Champion? Kann uns so easy töten gerade. Hey, und wir bekommen vielleicht keine Teufelsräume mehr von hier an. Weil wir Krampus besiegt haben. Und einfach nur ein Item von Krampus aufheben zählt nicht als du kannst nur noch Teufelsräume bekommen. Das heißt, wir können auch Angel Rooms bekommen. Auch ganz okay. Okay. Ich wollte gerade fragen, wann der Boss noch was macht. Das war ein bisschen easy. Wir haben sogar einen Teufelsraum bekommen. Dead Cat. Ich meine,
Das ist nichts Negatives. Wir hatten sowieso nur einen Harzcontainer. Ich hätte gerne noch das Item aus dem Itemraum. Ist hier kein Schlüssel? Okay. Da wären Schlüssel, aber da kommen wir nicht hin. Da auch nicht. Ja. Ich könnte ja mal nur eine weitere Bombe. Blöd. Kein Itemraum für mich. Wahrscheinlich. Ach, komm schon. Rip. Matchstick. Okay. Was ist da der Secret Room? Nein. Ist er hier? Ja. Nur Geld. Toll. Das hilft mir auch nicht weiter. Dann können wir einfach nur in die nächste Ebene gehen. Kein Itemraum für uns. Caves 2. Wow. Das ist echt ein bisschen zu viel. Fuck. Hey, wir haben einen Schlüssel. Wir können auf jeden Fall in den Itemraum oder in den Shop. Okay, Wrath, mach einfach nichts, außer mir hinterherlaufen. Funktioniert auch. Okay. Wir haben nur einen Hardcontainer, jetzt kommen wir da auf jeden Fall mal rein. Ich weiß nicht, ob es was Gutes ist. Bad Gas, naja. Ich glaube, wir haben mehr wie... Wir haben auf jeden Fall noch mehr wie drei Räume, aber für eine Goldkiste mache ich das nicht. Drei Red Chests vielleicht. Da hätte ich es mir vorstellen können. Aber ja. Dead Eye hilft schon ziemlich. Ich meine, wir machen so auch nicht wenig Schaden, aber Dead Eye macht, glaube ich, schon ein bisschen Schaden. Zumindest habe ich das Gefühl, dass ich mehr Schaden mache. Wie viel es tatsächlich ist, weiß ich nicht. Okay. Ach, komm schon. Weg da. Der Champion kann nicht viel an der Stelle. Hier ist unser Itemraum. Tapeworm Floop. Weiß nicht. Bombendroppen ist nicht schlecht. Stigmata. Damage und HP ab. Auch nice. Der Schaden zumindest. Spinnen. Wenn wir diese Wand spinnen. Das sind so einfach. Ich glaube, in den Shop müssen wir gar nicht gehen. Wir haben eh keinen Schlüssel. Gertie. Na, komm schon. Gertie, please. Please, Gertie. Das ist gut mit Deadeye, weil wir so fast keine Schüsse verfehlen können. Schon wieder ein Teufelsraum. Okay,
Guppy Set. Noch ein Guppy Item. Das wäre natürlich cool. Are you a wizard? Puberty. Ha. Wie sieht unser Damage aus? Naja. Nicht wirklich toll. Also nehme ich Book of Pelia weiter mit. Und gehe in die nächste Ebene. Sollte irgendwann wieder aufhören. Ich will nur nicht mit dem Effekt in den Raum reinlaufen. Okay. Gut. Wir haben definitiv noch nicht den besten Schaden, weil wir immer noch mehrere Schüsse für den Gegner brauchen, aber deutlich verbessert durch Deadeye und Stigmata. Book of Belial hilft natürlich auch jedes Mal beim Boss. Hollow geht einfach so drauf. Das wäre sogar ein Caves-Boss. Zwei Seelenharzen hier reingehen. Schade, kein Guppy-Item. Aber wir haben einen Schlüssel bekommen. Was auch schön ist. Oh Mann. Geh weg, Wandspinne. Ich sag dir, geh weg. Okay. Eine Trollbombe. Wir haben 27 Münzen. Wir sollten nicht in den Shop gehen. Auch wenn wir noch keine zwei Items drin haben können, können wir trotzdem ein bisschen Geld ausgeben. Ja. Die Gegner sind jetzt natürlich ziemlich einfach. Wir müssen natürlich nicht an uns hinkommen. Gehirne. Wenn sich das Gehirn mal besser bewegen würde, dann könnte ich es auch töten. Zwei Bomben. Auch nett. Gehirn. So. Ist ziemlich weit. Bis zum Bossraum. Der sehr wahrscheinlich am Ende von dem Gang sein wird. Wir sind dann Depths 1, das heißt, ich kann den noch besiegen. Ohne eingespart zu werden. Okay. Speed-Dom-Pille brauche ich nicht. Will ich auch überhaupt nicht. Okay. Beiden Knochen oder Skeletttypen besiegt. Knochenwerfenden Skeletttypen. Monstro 2. Das könnte ein bisschen nervig werden. Vor allem, weil Deadeye ein bisschen blöd ist, weil ich nie weiß, wann er anfängt zu springen. Zumindest nicht so viel früher, dass ich es abpassen kann. Jesus Juice, Damage und Range Up. Nice. Das sind richtig gute Damage Items, die ich da bekomme. Cool, zwei Seelenharzen. Schon wieder. Die 3 Cent lassen wir da einfach mal liegen.
unten gibt's beides, den Job und den alten Raum. Gut. Monstrous lang. Wieso nicht? Das hat unsere Range ganz schön verringert, glaube ich. Aber es macht gut Schaden. Ihr seid nicht wirklich gut mit Deadeye. Aber was will man machen? Das ist ein cooles Item. Und ich habe noch nicht wirklich damit gespielt, also. Oh. Kann man mal nehmen. Und wenn ein Gegner ziemlich groß ist, dann treffe ich sowieso alles. Ich glaube, Satan sollte ich so die meisten Schüsse davon treffen. Pride. Kann sich natürlich nicht selber bomben. Das wäre auch ein bisschen blöd. Die Empress. Machen wir. Nehmen wir da einen Press mit. Ich glaube, da besteht kein so großer Unterschied zwischen Devil und Empress. Nur, dass wir bei Empress die Hof of Babylon Animation drin haben. Vielleicht. Na, kein Super Secret Room. Was gibt's für uns? Helfer, wieso nicht? So. Wow. Macht echt ein bisschen Schaden. Ach nö. Komm her. Komische Knights. Immer. In dem Bossraum wollen wir noch nicht. Wow. Hey, 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 hey. Nicht so schnell. Ich hätte gerne nicht Schaden zu mitnehmen, wenn es geht. Monstrous lang aufladen ist ein bisschen komisch. Einfach nur weil es zu lang dauert. Nein. Cursed Eye nehme ich nicht mit. Jedes Mal. Also wir können aufladen, um viermal zu schießen, gleich nacheinander. Aber jedes Mal während dem Aufladen, wenn wir getroffen werden, portet es uns zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit weg. Das ist ein bisschen blöd. Vor allem haben wir schon Monstrous lang. Und ich weiß nicht, ob das die Aufladezeit nicht einfach verzehnfacht. Und dann einfach nur ziemlich wenig Schaden macht. Also lieber mal nicht. Da ist noch ein Schlüssel. Wo ist unser Itemraum? Hier oben? Nein, das Blaster züßt. Gut. Der Raum schon wieder. Okay. Steven. Okay. Ein Damage-Up, wenn ganzes Seelen hast, ist jetzt nicht so toll, aber das war es mir wert. $3 Bill. Okay. So,
Heißt, unsere Tränen können jetzt besondere Effekte haben. Hier haben wir ein Gold Key. Der wäre am Anfang ganz cool gewesen. Bad Trip Pille. Auch nicht so toll. Okay, bleibt nur noch der Boss. In den Boss-Challenge-Raum können wir eh nicht rein. Ich meine, ich habe einen Gold-Key. Also wieso nicht? So. Mann. Okay. Monstrous Lang hilft auch ziemlich gut gegen stationäre Bosse. Was richtig nice ist. Weil ich am Anfang halt wirklich alles auf ihren Fuß getroffen habe. Oh, cool. My Reflection. Schuss. Bester Träneneffekt, den man sich vorstellen kann. Wirklich. Okay, wir haben nur noch einen Herzcontainer. Weil da ist der Raum einfach nur blöd. Wow. Wow. Das war gerade crazy. Einfach mal mit Death Touch geschossen. Und das war auch noch riesig. Okay. Schade. Hätte ein anderes. Hätte halt ein Item sein können. Dann hätte es sich wahrscheinlich gelohnt. Aber so ja nicht. Okay, gut. Gleich sofort getötet. Ist immer gut. Dann ist nämlich ein Weg frei. Die Dame. Ich hab Mums Contact Effekt. Teilweise. Das ist auch cool. Können wir Gegner einfrieren, wenn wir sie nicht ganz töten? So. Nichts Besonderes. My Reflection war da. Okay. Hatten wir irgendeinen explosiven Schuss? Okay, wir laden gerade ziemlich lang. Wow. Ich habe mich gerade selber in die Luft gesprengt. Ich weiß nicht, was das für ein Item war, das wir so lange laden mussten. Aber auf jeden Fall war es nichts Gutes. Okay. An die Bomben kommen wir jetzt eh nicht mehr hin. Blowt wirklich. Oh Mann. Das war richtig blöd. Alter. Ich will nicht so lange aufladen müssen. Wow. Wir machen zwar ziemlich viel Schaden, aber haben keinen Leben. Range up. One makes you larger. Zweimal die gleiche Pille. Tears up. Okay. Gehen wir in die nächste Ebene. Was für ein Effekt haben die Tränen, dass ich teilweise so lang zum Aufladen von Monstrous Lang brauche. Okay, da war ich selber schuld. Ich habe jetzt glaube ich noch 4 Leben, wenn ich es richtig weiß.
war knapp. Fast hätte es mich getroffen. Okay, das war blöd. Blöder Raum. Ich konnte nicht mal schießen, weil der Schuss zu lang aufgeladen hat. Und ich es nicht sehen kann, wenn ich nach oben ziehe. So. Ein Seelenherz. Hilft schon mal ein bisschen. Könntest du bitte nicht so lange laden? Das wäre echt hilfreich. Danke. Ich habe so viele Tiers ab und trotzdem lädt es manchmal so ewig. Okay. Mom's Heart. Wow. Da habe ich mich selber gesprengt. Okay. Das war blöd. Da gab es aber auch nicht viel, was ich dagegen tun konnte. Klar, ich sollte weiter wegstehen, weil ich so einen Effekt halt haben kann. Aber das weiß ich ja nicht im Voraus. Okay. Wir haben es überlebt. Wir haben sogar einen Teufelsraum bekommen. In die nächste Ebene. Muss haben wir freigeschalten. Codehanger. Okay. Sonst nichts Besonderes. Wir haben noch ein extra Leben. Mal schauen. Natürlich der falsche Weg. Und ich muss ewig laden. Junge. Das ist echt nicht cool. Wow. Was war das? Ich habe ihn einfach auf. Ich habe ihn einfach verschoben. Mit meinem Schuss. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es passieren kann. Okay. Na, komm schon. Gib mir kein Blau. Kein Seelenherz. Ich will mal blaues Herz sagen. Okay. Sagen wir bei Gegnern, die uns verfolgen, nicht 5 Jahre laden müssen, ist ja noch alles ziemlich okay. Okay. Ich habe echt keine Ahnung, wofür ich so lange laden muss. Blöder Schaden, den ich nehmen müsste. Nicht nehmen müsste. So. Genauso dumm. Wow. Oh. Also das wäre gerade eben fast neben mir explodiert. Och. Dein Ernst? Sonst wo es lang ist, manchmal so komisch. Okay, wir müssen sowieso nicht in den Raum. Ich glaube, wir müssen durch den großen Raum. Nein. Warum? Ach, die Emperor. Okay. Wie kämpfen wir Satan? Ich glaube zwar nicht, dass wir eine zu gute Chance haben. Ich habe mich gerade selber in die Luft gesprengt, ohne neben irgendwas zu stehen. Wirklich? Okay. Egal, wir haben Mom's Heart besiegt. Und Codehanger freigeschalten. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.